Hallo. Die Sucht nach Tiefkühlpizza ist in Deutschland ungebremst. Allein letztes Jahr stand sie über 800 Millionen Mal auf dem Speiseplan. Und stellten sich französische Wissenschaftler in Paris in einer großen Studie mit über 100.000 Personen der Frage, ob Tiefkühlpizza krebserregend ist. Über einen Zeitraum von 5 Jahren wurden Teilnehmer zu ihren Ess- und Trinkgewohnheiten befragt. Fast 80% der Teilnehmer waren Frauen. Durchschnittlich bestand der Speiseplan zu fast 20% aus industriell gefertigten Lebensmitteln. Dies blieb offensichtlich nicht ohne Folgen. Als besonders problematisch stellte sich der Zuckeranteil der Nahrung für Frauen heraus. Während immer mehr Menschen zu Tiefkühlkost und anderen stark verarbeiteten Lebensmitteln greifen, stieg in der Studie das allgemeine Krebsrisiko um 12%, wenn sich der Anteil an industriellen Lebensmitteln um 10% erhöhte. Fertigprodukte enthalten neben großen Mengen an Zucker und Salz auch einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. Durch die Hitze beim Herstellungsprozess entstehen Substanzen wie heterozyklische Amine und polyzyklische Kohlenwasserstoffe. Bekannt ist, dass solche Stoffe sich teilweise krebserregend auf unseren Körper auswirken. So stieg die Wahrscheinlichkeit eines Mammakarzinoms durch den Genuss von verarbeiteten Lebensmitteln. Hervorzuheben ist, dass besonders zuckerreiche Lebensmittel die Brustkrebswahrscheinlichkeit bei Frauen erhöhten. Das allgemeine Krebsrisiko stieg besonders stark durch den Konsum von hochverarbeiteten Fetten, die zum Beispiel in Croissants enthalten sind, Soßen, Fertigprodukten, gesüßten Lebensmitteln und Getränke. Auch als die Forscher Fettleibigkeit als Risikofaktor für Krebserkrankungen herausrechneten, blieb das Risiko bestehen. Vermutlich stecken potenziell krebserregende Stoffe wie Titanoxid, Acrylamid oder Nitrosamin hinter diesen Ergebnissen. Also, Finger weg von Fertigprodukten und lieber frische Lebensmittel auf den Teller.